Quietschbalken auf dem Bildschirm, Tatsache, und ich wünsche einen wunderschönen, sagen wir mittlerweile, Dienstag? Nee, Montagabend, der Süße. Das ist cool, Bin mal wieder in Crossout gelandet, weil einiges die Nacht zusammengebastelt hier. Ich muss jetzt mal ein bisschen zusehen, wieder an meiner PS-Zahl zu schrauben, da die Clan Wars für mich dann nicht so gut gelaufen sind. Also relativ, wir haben uns echt gut geschlagen. Mittlerweile 106, verfluchte Scheiße. Ende vom Lied ist, was die Turniergeschichte angeht, waren wir mal auf Platz 27. Mal gucken, ob die Clan Wars da oben auch noch stehen. Tatsache. Ist mittlerweile eine neue Saison auch am Start. Den entsprechend 0 Battles finished. Aber, und wir haben hier mit Sicherheit 2, 3, wenn nicht sogar 1000 Clans mittlerweile auf der Xbox unterwegs. Wie gesagt, Platz 27, Endliste. Und die ersten 30 kriegen ja eine Belohnung. Und dementsprechend haben wir 10 verficktes Uranerz hier einkassiert. Hammergeil. Was ich mal nebenbei verkaufen hätte sollen gestern, weil das bei 278 das 10er Ding war. Hab mir aber gedacht, alleine als so kleine Trophäe für unser grandioses Saisonergebnis. Behalte ich das mal schön in meinem Inventar. Wer weiß, ob das irgendwann nochmal richtig Zaster bringt, wenn die richtigen Dinger damit zusammengebastelt werden müssen. Zwei Kisten noch wieder eingesackt. Ich muss auch sagen, dass die Brawls im Big Black Scorpion, Alter, die Tage unfassbar viel Metallschrott reingeholt haben. Ende vom Lied ist, das wusste ich aber auch noch nicht, wenn man dieses Ding hier abgeschlossen hat, sprich die 5 Stufen, das sind jeweils 10 Matches, also 50 Dinger pro Monat oder Saison, ich weiß nicht, 21 Tage stehen da, glaube ich, immer am Anfang dran, kriegst du auch keinen Metallschrott mehr für die Scheiße und du bist sozusagen raus aus der Sache. Dementsprechend, wenn das demnächst wieder am Laufen ist, verschwende ich das nicht an irgend so einen Rotz wie hier, denn bei Big Black Scorpion reiße ich die Leute so geil auseinander und mache so Zaster, dass das einfach nur verschwendet ist an die anderen Modusse. Aber um euch jetzt hier erstmal nicht weiter zu langweilen und meine Errungenschaften zu präsentieren, ein kleines schnuckeliges Munitionspaket natürlich zusammengebastelt. Das brauchen wir noch für die Fatmans später. Und Munitionspaket ist auch relativ das Stichwort. Denn ich habe ein erweitertes Munitionspaket am Start, was mit den standardblauen Dinger wahrlich den Boden aufwischt. Also nur mal als Vergleich. Mittlerweile auf 1277 runter. Mal gucken, was der im Höchstpreis 1349 läuft. Alles cool. Aber gut. Powerscore hat das Schmuckstück. 290% mehr Munition für die Geschütze am Start. Wenn wir uns jetzt diese kleinen schnuckeligen Dinger anschauen, also die alten davon. Uno Momento, hier haben wir das Teil. Hast du einen Powerscore für 95, 30% mehr Shit da drauf. Und wenn wir das dann mal zusammenrechnen, bräuchtest du 3 natürlich, um auf denselben Score zu kommen wie das Schmuckstück hier. Und wärst sogar noch 95 Powerscore darüber. Im Endeffekt ist es ja immer recht schlau, den unten zu halten. Dementsprechend habe ich mich auch recht gut auf meinen low-leveligen 5.000 bis 7.000 PS Monster geruht, weil du da im PvP einfach viel besser mit klarkommst und nicht diese wahnsinnigen 10.000er Typen, Alter, mit ihren Rippers und weiß ja nicht, Geier, alles am Starter hast. Aber die Clan War Wiesen, Papa muss mal wieder ein bisschen auftunen, denn genau für diese kannst du jedes PS und jede Waffe, die alles zur Hölle schickt, absolut gut gebrauchen. Weil da hatten wir auch schon stellenweise Teams gehabt, die da irgendwie mit 14.000 an einmarschiert ist und da wird nicht irgendwie groß auf Balancing oder so ein Scheiß geachtet, da wird einfach Clan gegen Clan in den Krieg geworfen. Naja, dementsprechend müssen wir da jetzt mal ein bisschen zusehen, was ich jetzt auf jeden Fall auch noch während des Streams gerade starten wollte und für euch aufgehoben ist, dass wir uns so einen schnuggeligen Humpback jetzt noch leisten werden. Vielleicht hat uns den sogar schon einer gegönnt und es sieht ganz danach aus. Ich habe den über die Nacht für 1800, 1900 drinne gelassen. Tatsache, für 1899 haben wir das Schmuckstück endlich kassiert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Dementsprechend muss Papa jetzt mal anfangen, hier neue Autos zusammenzubasteln auf Basis dieses kleinen Schmuckstücks hier. Wobei, ich hatte auch schon überlegt, den hier zu verkaufen, dann aber drauf geschissen, die 172. Dann haben wir nämlich noch so einen 750er Powerscore. Wenn ihr den erstmal dran knallst, pusht das Ding ganz schön in die Höhe. Und dann müssen wir uns auch schon mit etwas härterem Volk wieder auseinandersetzen. Aber nur mal gerade die Stats hier. Maximalgewicht 20.800. Darf ich noch mal knapp 5 gegenüber dem hier drauflegen. Und ein Energie. Fantastisch. Nur mal gerade das Problem hier aufzuzeigen. Das Ding ist mittlerweile so dermaßen am Limit seines Gewichts angekommen, dass ich da eh schon schwer krepiert bin. Und das Ding will ich jetzt relativ für die Clan Wars ausbauen. Rein waffentechnisch werde ich jetzt so schnell nicht an besseren Shit kommen als eine Fatman-Kombo, sprich die zwei hübschen hier. Dementsprechend heißt es, die jetzt gut panzern. Vor allem das hier ist noch meine Achillesferse bei dem Teil. Habe ich früher gebaut, um die Räder am Start zu haben, die ihr hier seht. Damit ich da auch relativ gut mit um die Kurven komme, was mit reinen Kettenalter stellenweise echt nervig und einfach nur zum Kotzen ist. Ja. Und dementsprechend haben wir hier vorne die Räder dran geknallt. Hatte ich mir noch so einen kleinen Umpanzerung dafür ausgedacht, aber wenn da erstmal die dicken Geschütze drauf einregnen, zerfetzt diesen Hohlraum hier so schnell, dass der Fatman auch ganz schnell zur Hölle geschickt wurde. Und Ende vom Lied ist Bauen, Start, Humpback. Ja, ich weiß, dass ich keine zwei verwende. Wir schmeißen den mal gerade nur einmal raus, um den in der Hand zu haben. Das ist ein Brett, ey. Da kriegst du locker deine zwei Fatmans drauf geparkt. Und nur mal gerade zur Erläuterung für jeden, der jetzt vielleicht hier nicht so involviert ist, was Crossout angeht. Das Teil ist, wenn es irgendwann mal diese zwei Platten unter meinem Fatman wegreißt, bam, bam, irgendeiner hat die weggeschossen. Wow, ich habe da ja immer noch einen Zusatz. Fuck. Dann fährt der Fatman dementsprechend natürlich auch zur Hölle, weil er an nichts mehr anschließt und seine Energieressourcen sind sehr viel höher als diese zwei netten Trucker-Bretter unter ihm. Und dementsprechend ficken sie den meistens recht schnell weg, weil sie mir dann eben die Bretter da wegballern, Fatman stürzt und Co. Der da oben bleibt immer drauf sitzen, weil die Karosserien eigentlich das sind, was bis zum Schluss hält. Wenn das Teil im Arsch ist, ist auch dein Auto im Arsch. Und dementsprechend, wenn du dann so ein fettes Teil hast, da zwei Fatmans drauf kriegst, kannst du schon mal sicher sein, dass die bis zum Ende ist Gold wert stellenweise. Die ist echt scheiße. LB kann man klick, 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 klick. Oh, das war das falsch. Ich meinte so. Zack, wird das wieder aufgebaut. Läuft. Mit dem Ding, damit wir jetzt auch noch ein bisschen was zu tun hier haben, kurz, starte ich mal noch einen kleinen Raid. Diese 7, das sind noch meine netten Herausforderungen. Ich bin da wirklich mit auch am Schrott farmen. Muss noch einmal gerade gucken, bevor wir den Tank mit Benzin auffüllen, was denn jetzt auf der Agenda steht als nächstes. Bin erstmal relativ zufrieden. Jetzt geht es erstmal wieder nur darum, Geld zu farmen. Und das werde ich dann demnächst wieder damit tun, dass ich bei den süßen Nomads Konstruktion Level 9 Equalizer zusammenbastel. 1919. Die Teile lassen sich knapp mit 1500 zusammenkaufen. Machst du 200-300 Gewinn etc. pp. Bastelt noch ein bisschen, gibt Experience Points. Schadet alle Male nicht. Und so werden wir uns dann noch ein bisschen Geld an den Start bringen. Hier ist gerade irgendwas auf meinem Handy eingeschlagen. Aber gut, ich glaube, das ist mein Neffe. Interessant. Aber gut, wie gesagt, wir wollen hier nicht lange noch groß hängen bleiben. 60 könnte man sich, glaube ich, mal gönnen. Drei kleine süße Raids jetzt starten. Und müssen das Ganze auch, lass mich nicht lügen. Diese 7 Gefechte Mission einem Maschinengewehr. Dom, dom, dom. Bleiben wir bei dem Süßen hier, bauen den aber gerade mal noch ein bisschen um. Zack. Hier mal bitte die Herausforderungsanzeige dort oben verschwinden lassen. Die nervt schon schwer. Könnten wir hier so super drüber gucken lassen, ne? Tatsache. Mal gucken, ob ich meinen Spectre da auch noch drauf kriege. Natürlich nicht fehlen mehr 4, hauen wir das Panzerrohr runter und geiler Scheiß, das ist mal eine nette Kombo. Wollte ich immer ausprobiert haben.
Problem bei der Sache ist, ich liebe Maschinengewehre, Alter. M.1, keinerlei Handicap durch irgendwelche Munition, kannst du ballern aus allen Rohren, ohne Probleme, auf Entfernung grandios, im Nahtherapie. Machen auch nur Sinn in Masse, sprich wenn du da 4-5 Stück von hast. Ja, in der Kombination mit dem Fatman ist das dann immer schwer, das Ganze so ein bisschen zu handhaben, den Fatman hier schießen, die MGs gedrückt lassen und so weiter und so fort. Geleitzug dauert echt lange, wir machen mal einen fixen Raufzug. Zack, die Bohne. Fatman zerfetzt aber mehr, macht auf die Schnelle ein bisschen mehr Schaden. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Vor allem, weil es für Maschinengewehre auch in der lilanen Abteilung kaum noch coole Alternativen gibt. Problem an der Sache ist, der Spectre ist ja eine klasse Sache, macht aber denselben Schaden wie diese kleinen Dinger hier. Steigern sich eben nur pro getroffenen Treffer irgendwie um 50, wenn du bald auch noch... Ich weiß nicht, ich will das fix haben. Sobald die Kugel aus dem Lauf ist, möchte ich da einen festen Wert für haben, mit dem der Zack kickt, ne? Und naja, Equalizer, Spectre Combo hatte ich auch schon, die steigern sich ja beide. Equalizer bin ich überhaupt gar kein Fan von, das war diese Minigun, die ich da vorhin gezeigt habe und jetzt bald ein bisschen Fass damit machen möchte. Die ist mir auf Entfernung viel zu ungenau und die musst du auch immer am Laufen haben, damit die überhaupt losballern, ne? Minigun-Style eben. Ist nicht so mein Ding, ey, weil ich so ein Intervallschießer bin, vor allem was die MGs angeht, so machst du auf Entfernung. Auf jeden Fall. Das Fadenkreuz schön klein hält. Fatman ist echt gut dabei, dreht sie mir ein Stück mehr. Das ist auch das größte Problem, wie ich finde, bei dem Mistding, Alter. Bam, Baby! Den hat's gut verfickt. Dass der so langsam beim Drehen ist. Ich habe entdeckt, dass es mittlerweile einen Fahrer gibt, wenn man die Drehgeschwindigkeit um unfassbare 2% steigern kann. Du kannst ja auch mal am Arsch lecken. Ohne Mist. Aber gut, was man hat, das hat man, ne? Keine Ahnung, warum ich dafür freigehauen habe. Ja, gut gemacht. Wir sind jetzt mal raus. Das Hölle, No-Name-Ami. Was? Na da, damit. Was für Leute sind wir hier denn so unterwegs? 2500er, das ist sowas überhaupt noch gibt, ey, nett. Wir müssen ja recht frisch hier eingestiegen sein. Machen sie einfach spannend mit ihren Low PS Karren. Komm, du gehörst mir, du Drecksau, ne? Die meisten Erfolge muss ich auch nicht mehr machen, um hier die 1000 G meinetwegen für die PlayStation Abteilung Platin Trophy an den Start zu kriegen. Was wären denn jetzt, glaube ich, noch? Lass mich nicht lügen. Engineers Level 30 werden, bin ich auf 25. Muss noch 50 von 2000 verfickten Online-Gegnern zur Hölle schicken. Also mittlerweile 1950 Amis und PvP-Menschen hier das Leben schwer gemacht. Ist denn das ganze Gegnervolk? Ich marschiere ja ein, als wenn es kein Morgen gibt. Und den ein oder anderen Raid-Erfolg noch. Muss noch irgendwie einiges an Raidern umschießen, weil die das irgendwie verkackt hatten. Das war verkackt, der Erfolg. Hatte nicht vom Release angezählt, das ist erst seit einer Woche so am Start. Habe ich jetzt glaube ich 1000 von 2000 Raiders im Eimer. Und das, was ich noch am längsten ziehen wird, sind 500 Raids über die Bühne bringen. Habe ich mittlerweile in Huni. Das hat vorne reingezählt, also das dauert glaube ich noch ein bisschen. Interessant, ich habe mir das Päckchen geschnappt, Alter. Ganz ehrlich, selbst auf den leichten Raids, was diese Frachtrennen angeht, war das immer schon nicht unbedingt problematisch, aber eine gewisse Spannung mit bei, ey. Hier ist nicht ein beschissener Gegner. Das ist unfassbar verbuggt, glaube ich, gerade. Wenn man vom Teufel spricht, ihr kleinen Scheißer. Bam. Okay, Kurve, Kurve, glaube ich, Tatsache. Geht bei dir so mal. Mein Schatz hat gerade einen Jackie Chan-Move gemacht, Alter. Ich greif mich jetzt nicht mit dem Kranich an, Mann. Brichst du mir noch die Nase oder so? Papsi. Papsi, ich wollte eigentlich Pepsi-Wurfsterne fliegen gerade in meine Richtung, aber. Ja, ich habe auch Papsi gesagt, Alter. Ich konnte mich, glaube ich, nicht.
Ja, Pop sie, Alter. Das ist mein Stichwort, Jungs. Wir müssen den Stream beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Naja. Ich wollte gerade sagen, fass ihn an. Ich bin ja durch. Hi, hallo Satzilein. Komm mit hier, ich hab's meine. Halleluja! Halleluja! Ja, ich habe einen Zuschauer. Doch, aber ich habe die alle gestummt, damit ich meinem Zuschauer hier die volle Aufmerksamkeit widmen kann. Aber ich glaube, ich sage jetzt mal wieder Tasty und Co. Hallo in der Party. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt anfange, mit recht imaginärem Volk zu sprechen, weil diese wieder nicht gewillt sind, den Knopf in der Party auf anzudrücken. Aber gut, ich entstumm die mal wieder. Was das Lustige ist, ich glaube, ja. Tasty hat ein Echo in meinem Headset und selbst wenn er den Knopf nicht angemacht haben sollte, um hier meinen Stream beizuwohnen, hört ihn jetzt jeder was Echo in meinem Headset. Also hast du so oder so verkackt, Tasty. Läuft. Aber gut, ich habe gerade mein wunderschönes Munitionspaket an den Start geholt. Ist schade. Ey, weißt du, was das Lustige ist, Citrus sogar, Alter, als wir letztens diese Diskussion übers Wählen und so weiter und so fort haben. Bitte klicken Sie auf den Sand an zu schauen. Wird auch Jaejo Sie wieder schenken. Wir wünschen soweit noch einen schönen Abend. Nein. Ein bisschen vielleicht. Aber nein. Das Ende vom Lied ist Citrus. Du machst sogar zwischendurch das Knöpfchen an. Hätte ich gar nicht gedacht, ey. Weil irgendjemand hat sich an unserer Wahldiskussion belustigt auf YouTube und hat uns einen Daumen hoch gegeben. Ist das nicht nett? Echt? Ja, ja, auf jeden Fall. Auch wenn er die komplette Aussage meinerseits irgendwie falsch verstanden hatte, weil als Kommentar stand dann da drunter von wegen... Auch voll geil. Mr. J. Joe Capone, ich teile Ihre Meinung in der Hinsicht, dass man heutzutage nicht mehr wählen gehen braucht, da eh keinen Sinn macht. Und nach das andere macht keinen Sinn anzutreten. Läuft. Aber des Weiteren hätte er viel Spaß in unserem Video gehabt. Und des Weiteren kann ich nichts mehr mitgeben, weil mein Hirn sich gerade ausschaltet, denn ich bin in den Raid gelandet. Läuft. Aber auch nur in den Leichen. Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Nee, leider, ey. Weißt du, was das Assige auch ist, Tasty? Du hast doch diese Stufen bei den Brawls, Alter, ne? 1 bis 5, wo du dann diese Ententeile und so freischalten kannst, etc. pp. Und dann musst du ja nur teilnehmen, damit du da auch irgendwie ein Dingens drauf kriegst. Ey, das Ende vom Lied ist, ich hab gestern war noch mal dieses Black Scorpion-Ding, Alter, ne? Und dann hast du das schon erreicht, sprich Alligatoren-Fragmente da alle zusammen, ne? Und ab dem Punkt habe ich keinen Metallschrott mehr freigespielt, Alter, ey. Voll die verfickten Geier, wenn du diese 50 Matches in Brawls hinter dir hast, ist Ende im Gelände, dann ist so, ja, geh was anderes spielen, du Wichser, wir können dich nicht mehr leiden, ey. Inwiefern in den Brawl-Sets? In den Brawl-Sets allgemein oder komplett im ganzen Spiel? Ja. Crazy, Alter. Ich hab grad den Typen in die Minen geschoben. Der muss sich zuerst aufregen. Ja, ja. Ja, aber das ist ja das Bier, weil das ist ja nur der Boost, Digga. Du kriegst ja diese EP, die 60.000 im Rahmen eines 400% XP Boostes, Alter, ne? Interessant, ey.
Ja, aber weißt du, woran das liegt, Digga, Alter? Ey, auf dem PC ist Crossout jetzt mittlerweile schon 1-2 Jahre am Laufen. Das hat sich alles mit der Zeit runtergewirtschaftet. Das siehst du doch stellenweise bei der Xbox auch, dass es relativ bergab geht, konstant, ne, und auch nicht allzu schnell, aber es geht immer tiefer relativ, ne? Wobei sich die Preise mittlerweile wieder ein bisschen höher eingependelt haben. Wir sind da schon ein bisschen eigen auf der Box, ey. Aber weißt du, was das Ding ist? Auf der Xbox, wenn du das immer zusammenrechnest, ne, was du jetzt für einen Equalizer zum Beispiel zahlst, ne, und gleichzeitig für die Teile dafür bezahlen müsstest, kommt das immer auf plus minus gar nichts raus. Ich habe schon alles durchgerechnet, um irgendwo eine Lücke zu finden, um mal Geld machen zu können, weißt du? Und ich glaube, beim PC wirtschaften die das runter. Also da hast du ganz viel Scheiße, die auch sehr viel weniger kostet als die Einkaufspreise. Also der... Ja, genau. Genau, das meine ich, Alter. Ey, das haben wir stellenweise bei den High-Level-Scheiß auch, ey, hier auf der Xbox jetzt, so Rippers und so. Ja. Ey, mir fällt auch gerade wieder auf, und das meine ich zur Combo. Interessant, ja. Interessant. Oh, Alter, ist der schnell, Alter Schwede. Der Zombie? Der gerade einmal versucht rumzukauen. Der hat auf jeden Fall echt gerade ein paar mehr Nasen gezogen. Was ist denn hier los? Schließe 7 Gefechte in eine Mission. Ich muss in eine Mission mit dem Mistding. Okay. Egal, den einen Raid machen wir jetzt noch fertig. Dann haben wir abgeschlossen. Gucke mal gerade, ob genug Metallschrott um die nächste kleine Maschinenpistole zusammenzubasteln. Und wie ihr Lieben gerade gesehen habt, genau das meinte ich eben, wenn ich dann mit einem Fatman samt Maschinengewehre unterwegs bin und vor allem mich dann mit Tasty oder Co. versche, Alter, ey, dann verchecke ich 2 Knarren am Start, hab am Ende wieder mit dem Fatman. Ja, auf jeden Fall, du kannst noch ganz gut. Mittlerweile, ne, ist ja sinnfrei, so viel auf dem Marktplatz, Alter, zu verschwenden. Weil Zinder, mittlerweile kriegst du mehr Geld und schneller zusammen, wenn du einfach Kupferkacke farmst, baust und dann die Teile zusammenschraubst, so relativ, weißt du, das mache ich jetzt mittlerweile. Bist schon mittlerweile ready für eine Runde Trials oder so, Zinderlein, Ich mache jetzt noch einen Raid und dann könnte ich mal hier so langsam Crossout den Rücken zukehren, Warte mal, damit jetzt noch ein bisschen Abwechslung kommt, hau ich jetzt noch hier einen Geleitzug rein, meine lieben Zuschauer. Der Tobi ist gerade mal irgendwie offline. Alter. Was ist offline? Ist Trials jetzt schon wieder im Eimer, oder was die Server angeht, oder wie? Wir sind schon 4. Ja, aber das kannst du doch mit 4 zocken. Was? Na gut, was sagt die Uhr? 20 nach 9 wird sich aber noch für eine kleine Runde GTA vielleicht lohnen. Mal gucken. Wenn ich die auch selbst wenn wir da alleine von den 40 Minuten schon wieder 10 Minuten für den Ladebildschirm abziehen müssen, aber gut. Ich hab 9. Müssen das Schmuckstück, wenn wir jetzt hier bis ans Ende der Straße eskortieren. Ich kann dir ein paar geben, aber ein paar wollen die auch selbst behalten. Okay, ich muss leider schon wieder Citrus und Tasty ein wenig diskriminieren, solange ich zumindest jetzt hier gerade noch mal einen leichten Raid mache. Um ein wenig Kontext in den Raum hier vielleicht zu werfen. Um mich eine Runde noch zu überschlagen und schwerst darüber zu amüsieren. Kann ich übrigens ganz gut mittlerweile die perfekten Autos am Start, um dem vorzubeugen, aber mein Elch-Test ist immer noch legendär. Und nutze ich, was PvP angeht, auch immer noch am liebsten. Was machst du denn eigentlich Schönes jetzt, ne? Boom, Baby. PUBG, achso, der Rechner ist noch fleißig am Laufen, ne? Ihr seid auch schon so voll die Insider. What you PUBG, bitch, Da war ich so cool, da hab ich mich direkt verschluckt, Alter.
Ja, aber Player Unknown Battleground ist ja irgendwann ein Zungenbrecher, Alter. Verknotet die sich noch, Weiß. Hey, ja. Dass das überhaupt auch funktioniert hat, Alter. So ein recht allgemeiner Name, Dementsprechend wusste ich da anfänglich auch überhaupt nichts mit anzufangen und konnte die Dinger alle nicht unterscheiden. Und wer da jetzt so der G von diesen Tribute vom Panem Games ist, ich habe ja bei Toastheimer nur dieses King of the Kill gesehen, Das ja im Endeffekt nur eine Mod von Arma war. Das Ganze in billig aufgezogen, aber das war schon schwer geil. Irgendwie sehr schön. Jetzt habe ich auch ein paar MGs, um mal die Minen hier wegzurotzen. Und eins muss man Crossout doch lassen, Alter. Für den Free-to-Play-Background hat das stellenweise einfach grandiose Optics zu bieten. Und kleine Grafik-Leckerlis, die echt Spaß machen. Dieses Panorama von Sonnenuntergang und Morgenröten ist einfach herrlich. Ja, ist eine Ansage, Mach ich schon mal GTA an und lass mich gleich mal überraschen, wenn ich dich in eine Party wieder höre. Okay, und raus ist er auch, glaube ich, schon. Ich überlege gerade, ob ich mal Tasty wieder anmache, aber nee. Wir können ja eine Abstimmung im Chat machen. Hab sogar gerade witzigerweise, und das ist echt nur gegeben, wenn bei meiner Liebsten mal chille hier, meinen Kanal auf Laptop nebenbei noch laufen. Das ist bei mir zu Hause leider nicht möglich. Da ich schon eine 50.000er Leitung habe und stellenweise auch annehme, dass das an Twitch liegt, dass die Quali etwas beschissener übertragen wird. Aber um das Ganze nicht zu herauszufordern, lasse ich es dann meistens sein. Also sprich, nee, danke Schatzi. Im PC aus. Aber. Ja, aber ich habe eine Kippe an, das kommt nicht so geil in Kombo. Snickers und Rauch. Das Fazit, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich gerade bei meiner Liebsnorke mit einer geilen 200.000er Leitung, da kann man sich dann schon mal gönnen, den Kack parallel hier laufen zu haben. Und da fliegen gerade ein paar Raketen auf den Kurs. Sollte ich mich auch mal ein bisschen mehr aufs Spielen konzentrieren. Aber mein Gequatsche schwerst langweilt, nehme ich an. Und dementsprechend mal für ein bisschen Action auf dem Bildschirm sorgen sollte. Ne? Aber gut. Die haben da auch richtig zu kämpfen hinten, Und ich chille hier und bewundere den wunderschönen Sonnenuntergang, Alter, in der postapokalyptischen Welt. Und krass. Aber ganz ehrlich, leichte Raids sind auch mittlerweile echt ein Witz. Das waren sie eigentlich schon immer, umso schockierender, der krasse Wechsel von leicht zu normal. Weil das ist dann als Geleitzug schon ein relativer Horrortrip, das zu überstehen. Und musst du froh sein, wenn du irgendwie die Lobby voll mit über 7000 PS-Typen wenigstens hast, Und dann kann es trotzdem noch böse enden. Und was man noch dazu sagen muss, der Geleitzug ist mit einer der wenigsten mittleren Raids, der überhaupt schaffbar ist, was Zeit und Co. angeht. Also das Ende vom Lied ist, bei allen Raids hast du schon alleine Probleme mit den Gegnern, also die in Schach zu halten. Und dann kommen eben bei den anderen Teilen noch hinzu, wurde aus der Party entfernt. Ich hab schon verstanden, Jungs. Tasty fühlt sich diskriminiert, weil ich sie wieder gestummt habe. Aber gut, ich gehe da gleich einfach ganz dreist wieder rein und stürme die Hut. Oder auch nicht, weil ich eigentlich keine Lust habe. Tasty zu reden. Du hast mich schon verstanden, Tasty, wenn du mich hier infiltriert hast. Aber gut, ich verliere immer den Weg zu meinen Vororten, ne? Und dann bleiben so sinnlose Sätze im Raum stehen, aber ist auch gut so. Fixt an, dann könnte vielleicht die Hoffnung aufkommen, dass dieser Satz noch mal eine halbe Stunde beendet wird und so kann ich euch anfixen, weiter meinen Stream beizuwohnen. Viel Spaß. Scheiße. Oder? Euch letztens noch interessanter gewesen, interessanterweise gesehen bei einem Video, was die Mimik und den Aufbau von Paluten analysiert hat. Der mittlerweile zu einem der meistgeklicktesten, wenn nicht sogar der meistgeklickteste YouTuber aufgestiegen ist mit seinem Minecraft Let's Play. Übrigens nicht ganz so mein Spiel, muss ich sagen. Jedem das seine.
glaube, wenn ich mich da irgendwann mal mit auseinandergesetzt hätte, hätte ich da vielleicht den einen oder anderen Spaß auch mit gehabt. Aber das ist mir dann auch einfach viel zu zeitintensiv. Dann reicht schon das verfluchte Ark, Alter, und Dinos füttern, ja, was das angeht. Aber gut, um auf den Punkt zu kommen und nicht diesmal wieder den Satz verloren im Raume stehen zu lassen, ist dass er einige interessante Tricks bewusst, unterbewusst an den Start bringt. Wie zum Beispiel die Hoffnungshaltung auf ein angepriestes Thema, wo er dann zum Beispiel am Anfang eines Videos eine Klebebandrolle in der Hand hält und sagt, schönen guten Tag Leute, ich habe hier eine Klebebandrolle, damit werden wir gleich was starten. Themawechsel auf eine ganz andere Geschichte und die ADS-süchtigen Kiddies vom Fernseher sitzen dann da, Alter, auf den Finger kauen. Was ist mit dem Band? Was ist mit dem Klebeband? Erzähl uns, was mit dem Klebeband ist. Und dementsprechend halten sie sich dann über die 5-6 Minuten, die ja das Thema wechselt, noch am Start, bis dann endlich das Geheimnis mit dem Klebeband gelüftet wird. Vor allem seine hochstimmigen Begrüßungen am Anfang jedes Videos, das ist ja lustig. Hallo Major Deathfart. Hast du gerade auf Deutsch guten Tag gesagt oder? ich bin etwas irritiert. Tatsache. Das Ende vom Lied ist, ich wurde gerade aus der Party geschmissen, bin aus Versehen im Spiele-Chat hier von Crossout geworfen worden und dann kriege ich auch noch direkt eine Antwort. Das hat mich jetzt schwerst überrascht. Aber cool. Übertrage auch unser wunderschönes Match hier auf Stream, also streng dich an, mein Lieber. Macht ihr euch von meinem einmaligen und wunderschönen Zuschauer lächerlich. Aber gut. Crazy, hast du ne... damn it, I think you were Germany at the point you have failed. Guten Tag. Not bad, my friend. That works, the trick. Not bad, not bad. A little tip, my friend, Alter. I'm streaming our raid on Twitch here. At this reason... Make a good job, guys, Alter. Or you blame yourself for my only and one Zuschauer, English, Visitor, ich hab keine Ahnung. Gut gemacht. Er redet eh nicht so wirklich mit mir, Alter. Sehr egozentrisches Pack hier in der Lobby. Schlimmste an der Sache ist, dass sich die Amis auch immer schwer terrorisiert fühlen, in irgendwelchen Lobbys drinne lande und meine lieben Zuschauer den voll quatsche. Ein Echo habe ich auch noch am Start, was mich ja mal brennend interessieren würde, ob das bei euch auch im Kanal am Start. Mein hartnäckiger einsamer Zuschauer kann auch gerne mal Hallo im Chat sagen. Würde mich freuen. Ich bin echt interessiert, wer sich denn hinter der 1 so versteckt. Aber gut. Ah, zur Hölle! Und voll daneben. Und mittlerweile wird es aber doch ein bisschen tricky, was unseren Dingens hier angeht. Wobei jetzt um die nächste Ecke. Das nix sehr gut. Xe sprechen keine Deutsch. Nein, 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 aber rechts entlang. Ach Gott, ey. Mit dem Hitler-Film kann man den Amis immer kommen, ey. Das stößt direkt immer auf Verständnis. Kriege ich das hier gerade auf dem Laptop auch noch nachgetragen, ey, Leute. Gut gemacht, Jungs, auf jeden Fall, ey. Good job, guys. We love you. See us. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Er hat gesagt, ich liebe dich. Sehr geil. And bye-bye, Alter. Ich habe euch geliebt für die 2 Minuten, die wir hier gefahren sind. Vergesst mich nicht. Schließe erfolgreich 7 Raids. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt doch. Schiebt euch mal keine Effekte hier,
Ist irgendwie sehr irritierend, mich gleichzeitig jetzt noch auf dem Kanal zu hören, ja? Vor allem so lustig es ja ist und bei dem ganzen Gequatsche, die ich in diesen Raum hier werfe. Schäme ich mich immer ein bisschen, wenn ich mich selber höre. Hallo Schatzi. Du schämst dich auch, wenn du hörst. Dich mal selber hören und mein Headset und das 2 Sekunden später auf deinem Laptop. Na gut. Also wir haben den Raid jetzt noch geladen. Eine Waffe zu kriegen. Brauchen wir noch 20 mehr und auch noch ein bisschen an Metallschrott. Ich weiß auch nicht, ob es 150 dafür bedarf oder mit einem Fuffi, die zufrieden sind. Aber hier die Vector, Alter, die bräuchten wir denn doch noch. Glaube ich erstmal drauf geschissen, lasse ich noch stehen. Die Maschinengewehre nehme ich damit rein. Wobei ich jetzt die 200 schnell noch kaufen könnte. Dafür würden wir 50 auf den Tisch legen und hier dann nochmal 70 insgesamt. Und ich könnte in einer Stunde weitermachen mit den Machine Gun Raids. Draufgeschissen, Leute. Da wird man immer recht gierig, wenn die packen oben allzu üppig. Und nee. Wir müssen mal ein bisschen sparen wieder, Alter. Hab in letzter Zeit ganz schön Zaster auf den Kopf gehabt. Wobei das echt relativ ist. Dafür, dass ich mir jetzt schon wieder für 2000 einen Humpback gegönnt habe, den Spectre am Start, die 2 Fatmans geholt, das ist alles so im Laufe der letzten Woche passiert, Alter, bin ich immer noch bei 9017 Patten am Start. Echt gut am Haushalten, wenn das mal im Real Life so gut funktionieren würde, ey, fuck, ey. Ja, gut, man kann nicht alles haben. Ende vom Lied ist, ihr Süßen. Ich glaube, ich starte dann jetzt nochmal kurz den Votecast an, bis dann in der Party aufgeschlagen ist. Und dementsprechend mache ich was den live wieder und sehen und mich und euch. Und ab 10 ist relativ Schicht im absolut zu Recht. Früh in der Nacht, Ferien hier am Start. Wenn ihr noch Lust habt, muss man schon 1-2 neue Videos setzen. Alle, falls man die da sehen hat, wünsche soweit einen schönen Abend. Lieben, sieht es, hau ihn dann, wenn das Video auf einmal monumentalen und alle ersetzt. Ich muss jetzt mal das enden und wünsche einen schönen Abend. Tschüssi.